Hallo YouTuber, Freunde des Handwerks und Selbermachers. Heute ein neues Video zum Thema Bau eines Grundofens. In diesem Video zeige ich euch von der Planung bis zur fertigen Ausführung, wie ihr es hier seht, ohne Anheizen, weil dafür sind die Temperaturen gerade zu hoch, wie ihr solch ein schon größeres Bauvorhaben selber herstellen könnt mit einer großen Ecktür. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ihr erfahrt immer, wenn es von mir was Neues gibt. Hallo YouTuber, Freunde des Handwerks und Selbermachers. Ich bin's wieder, der Christoph. Heute in diesem Video den Aufbau eines Grundofens. Also ein von Grund auf gemauerter Ofen der Firma Prometheus, ein sogenannter Bausatz, den wir natürlich vorher geplant und berechnet haben. Dazu gibt es so Aufmaße, Skizzen mit dem Kunden besprochen, Gestaltung werden wir während der Bauphase entwickeln. Da kommt vielleicht noch eine kleine angesetzte Ofenbank zu, eine Abdeckung aus Granit. Dazu gibt es Schichtpläne, ich halte die mal nur so grob hoch. Also auch für den Do-it-yourselber durchaus machbar, wenn ihr mit einem Fachbetrieb zusammenarbeitet, der euch das Material stellt, euch das berechnet, könnt ihr das mit handwerklichem Geschick und wenig Werkzeug selber bauen. Hier, wo ich mich befinde, in diesem Bereich wird der Ofen kommen. Wir haben eine Außenschornsteinanlage gebaut, eine doppelwandige mit zwei Anschlüssen, weil in dem Obergeschoss noch ein Kaminofen hinkommt. Alles berechnet, alles nach BIMSCHV-Bundesemissionsschutzverordnungsnovellierungsstufe 2 berechnet und damit auch genehmigungsfähig. Ich schwenke gleich mal hier rum, da seht ihr, wie viel Materialien so ein Grundofen braucht. Das Fundament wird hier mit Ytongsteinen gemacht, der Rest ist alles aus Schamotte. Der Ofen wird zweilagig gebaut, das heißt, wir haben einen Innenkern aus 5 cm Kernschamotte. Wir haben dann eine Luftschicht, da kommt eine zweite Hülle drum mit 3 cm Kernware. Das Ganze wird mit Gewebe eingespachtelt und dann kommt nach Einarbeiten oder Auflagen der Granitablagen der finale Endputz. Es wird ein etwas längeres Video, ich werde das versuchen aber so kurz wie möglich zu halten mit vielen Bildern und Bauabschnitten, wie das Ganze entsteht. Hier in der Ecke seht ihr, hier ist ein bestehender Laminatboden auf einem alten Holzboden verlegt worden. Darauf kann man natürlich einen solchen Ofen nicht bauen, auch nicht auf schwimmendem Estrich. Schon mal als erster Hinweis und Tipp, so ein Gerät, was wir jetzt hier bauen, wird so knapp 2 Tonnen, also 2000 Kilo am Schluss haben, auch wenn das nur in einem Bereich von knapp 1,5 Quadratmetern geschieht. Seht ihr dann während des Videos, wie sich die einzelnen Gewichte zusammensetzen. Wir haben das hier rausgeschnitten, vorbereitet, füllen jetzt hier Betonestrich rein. Nach einer Durchschichtung von, wir lassen es jetzt 3 Tage stehen, werden wir mit dem Fundament, mit dem Sockel anfangen zu bauen. Und jetzt geht's los. Kurzer Zwischenstand, wir sind jetzt hier den Betonestrich am Reinmachen. Ihr müsst zu den Wänden natürlich einen Randstreifen setzen, weil auch die Wände immer anders arbeiten als der Boden. Hier zum Holz, Laminatbelag natürlich auch, Holz arbeitet. Sauber arbeiten, man zieht sich rundherum eine Leere, so heißt es, in Waage und zieht dann das Feld zu, sodass wir beim Beginn des Kachelofens, des Grundofenbaus von unten an schon
genau in Waage sind und gar nicht so viel in der ersten Mauerschicht ausgleichen müssen. Ein Video zum Estrich machen gibt es extra, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wichtig ist, gut verdichten, gut anklopfen, mit der Wasserwaage, in der Waage eine Leere ziehen, einmal rundherum und dann das Feld zuziehen. Mit dem Reibebrett abreiben, nicht zu feucht arbeiten, aber auch nicht zu trocken natürlich, sonst bröselt der so ein bisschen, er muss schon seine Konsistenz haben. Das steht aber, wie gesagt, wir haben hier Sackware verwendet, auf den Säcken drauf. Und dann habt ihr das richtige Korngerüst, dann stehen lassen, mindestens 48 Stunden und dann können wir beginnen. Kleiner Trick oder Tipp von der Baustelle, wenn ihr das in den Leeren gut verdichtet habt, dann braucht ihr im Prinzip nur rückwärts ziehen. Konzentriert euch auf eine Seite, ich mache das meistens rechts, da Rechtshänder, und links lasse ich erstmal nur grob mitlaufen. Also ich schaue gar nicht auf die linke Seite. So, bis ich rechts bündig bin, dann nehme ich die Wasserwaage, kontrolliere eine Libelle, ziehe dann nach links. Bis da, wo ich vorher aufgefüllt habe, absolut in Waage. Dann das Reibebrett nehmen. Der Estrich ist jetzt hier ziemlich trocken eingebracht. Ohne großen Druck erstmal vorreiben. Wo ihr kleine Löcher habt, rieselt ihr so ein bisschen drüber. Und dann habt ihr ein Top-Ergebnis. Ganz am Schluss könnt ihr noch, ich brauche das jetzt hier nicht, ich möchte keinen 100% Spiegel geschlossen glatten Untergrund haben, sondern der darf ein bisschen rau sein, damit mein Kleber bzw. mein Mörtel zum Mauern besser drin greift. Dann geht ihr einfach so rüber und dann habt ihr ein Top-Ergebnis. Das hier ist die Ecke, wo der Ofen hinkommt. Dort haben wir den Parkett und Holzboden rausgeschnitten, mit Betonestrich aufgefüllt, natürlich mit Randstreifenausbildung zum Holz, zur Wand. Das kommt jetzt weg. Dort liegen die Pläne, nach denen der Ofen gebaut wird. Das sind einzelne Schichtpläne. Das ist eine Skizze, wie der Ofen ungefähr werden soll. Und ich werde euch jetzt Schicht für Schicht zeigen, vom Fundament an, wie ihr so ein Gerät, einen Grundofen, einen Speicherofen mit gemütlicher, gesunder Strahlungswärme bauen könnt. Heute in diesem Video alles zum Thema Bau eines Grundofens. Also ein von Grund auf gemauerter Ofen mit keramischen Zügen aus Schamott. Ein Speicherofen, der wunderbare, schöne Strahlungswärme, Infrarotwärme gleichzusetzen mit der Sonnenstrahlung abgibt. Das Video wird viele Videosequenzen, Filmsequenzen, Fotos enthalten, Schicht für Schicht, Detailaufnahmen, wie ihr was wo machen könnt. Das Ganze wird mit einem Hafner Lehm im Innenbereich versetzt. Außenrum kommt eine zweite Hülle, also zweischalig, mit Schamotte, die dient als Putzträger, wenn Gewebe eingespachtelt ist, für den Endputz. Es kommt eine kleine angedachte Ofenbank. Es kommt eine Granitabdeckung drauf, den Außenschornstein haben wir gemacht, die Kernbohrung ist entstanden. Hier, wo ich mich befinde, wird der Ofen gebaut. Ich bin das jetzt am Vorbereiten, dann zeige ich euch Schicht für Schicht vom Sockelaufbau. Der wird aus Porenbetonstein gemacht, mit der Eisenbodenplatte, mit der Grundplattenmauerung aus Schamott und dann geht's los mit dem Innenofen. Viel Spaß bei dem Video. Die Sockelsteine fürs Fundament, da fange ich immer an der Außenecke an, habe parallel die Maße genommen, halt mal einen Winkel dran. Die erste Schicht dient als Ausgleichsschicht, das heißt, wenn ihr da Höhentoleranzen habt, müsst ihr ein bisschen mehr Mörtel oder Fliesenkleber oder Kleber drunter machen, dass ihr ungefähr waage kommt. Die zweite Sockelreihe fürs Fundament, da könnt ihr dann den Rest rausholen. Hat viele Vorteile, damit ihr nachher im Innenofen nicht irgendwo so schief seid und sehr dicht mit Lehm unterbauen müsst. Arbeitet da sorgfältig, Wasserwaage dran, Lode überprüfen, Winkel dran, Winkel überprüfen und die Waagerechte rundherum halten.
Ein Tipp zwischendurch, das ist jetzt die erste Lage, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, die erste Lage des Fundaments für den Grundofen. Ihr seht dort an der Außenseite eine Luftöffnung. Hier wird die Verbrennungsluft für den Grundofen aus dem Raum genommen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Man kann die Verbrennungsluft aus dem Keller holen, wenn vorhanden, von außen holen. Wenn ihr ein LAS, also Luftabgassystem im Schornstein habt, der ist also zweischalig, auch im Schacht, sodass die Abgase oben in den Schornstein geführt werden könnten und aus der Umspülung, sprich um die zweite Hülle, um das Abgasrohr, gibt es dann eben auch die Frischluftmöglichkeit für die Verbrennung des Grundofens. Ich habe hier innen drin ein paar Kanäle gebaut. Hier, wie gesagt, kommt später in die Vormauerung eine Luftöffnung rein, ein Lüftungsgitter wichtig dabei als Tipp. Der Durchmesser muss genau so groß sein, wie die Luft im Querschnitt für die Tür sein muss. Das sind technische Details, sagt euch euer Fachmarkt oder euer Fachhändler, der euch den Ofen berechnet, rechnet das genau aus, da kann überhaupt nichts schief gehen. Nur mal so als Hinweis, man muss schon in der Abmauerung oder im Fundament berücksichtigen, wo später die Luft hergeholt werden kann. In der Tür selber ist unten eine Luftklappe drin, das zeige ich euch später, und genau diesen Durchmesser müssen wir auch haben, um die Verbrennungsluft später für diesen ca. 60 bis 90 minütigen Abbrand eines Grundofens zu gewährleisten. Das nur als Tipp zwischendurch. Ich mache weiter. Bis gleich. Das Fundament ist jetzt gemauert. Ich habe hier vorne eine Aussparung gelassen. Das ist genau das, was ich als Luft brauche, wo die Tür später vorkommt, die sich von unten über eine sogenannte Luftschieberklappe den Sauerstoff zum Verbrennen holt. Im Ofen selbst habe ich auch Kanäle gemauert. Dort auf der Seite ist quasi auch ein Loch. Hier kommt später eine Vormauerung vor plus eine kleine angedachte Sitzbank, und da wird in die Außenseite natürlich ein sogenanntes Lüftungsgitter eingebaut, schön verstellbar mit Lamellen, sodass das optisch überhaupt auch nicht auffällt. Das dient jetzt als Sockelbau. Darauf kommt jetzt eine Eisenplatte, eine Stahlplatte, die hier so angelegt wird. Die ist winklig mit im Baukastensystem dabei. Die dient als Überbrückung für die erste Lage Schamott als auch für den kompletten Ofen. Hier kommen jetzt 3 cm Schamotte drauf. Das ist der sogenannte Grundboden. Und dann auf dort, wo genau der Brennraum entsteht, kommen dann Bodensteine in 5 cm mit einem Kalkstein. Seht ihr im weiteren Verlauf des Videos. Der Rest dort hinten wird eben auch mit der 3 cm Schamotte verklebt. Wichtig hier als weiterer Tipp, die Schamotte, die auf dem Ytong direkt Kontakt hat, wird mit Fliesenkleber gemacht oder einem Spezialmörtel. Und hier auf der Eisenplatte selber wird der Hafner Lehmmörtel aufgebracht, damit das Ganze, weil es hier heiß wird und schwer ist, sich voneinander schieben und trennen kann, sodass da nicht Risse entstehen. Ich bereite das jetzt vor und zeige euch dann Bild für Bild, wie die erste Bodenschicht entsteht. Ich habe jetzt mal eine 3 cm Schamotte für den Unterboden lose aufgelegt. Als nächster Tipp, bevor ihr Schamotte vermauert, verklebt, ist es wichtig, so eine Platte auf dem Innenofen, nachher die 5 cm Platten, in ein Wasserbehältnis für 2 bis 3 Sekunden vollflächig einzulegen, damit der Schamott, die Poren im Schamott angeregt werden und der Lehmmörtel bzw. auch der Kleber sich darin verkrallen. Hier auf die Eisenplatte kommt unter die Schamotte, die sind natürlich irgendwo in einem Maß, aber auch recht krumm teilweise, da müsst ihr auch ein bisschen ausgleichen, habe ich den Lehmmörtel angemacht, das ist ein sogenannter Ochtner, Hafner, Lehmmörtel, der in der Konsistenz ja schon recht in der Konsistenz schon so ist, dass er hier an der Kelle klebt. Ups, er wird aber drunter gefallen. Nicht zu hart, nicht zu weich. Bisschen weicher als Knetgummi vielleicht.
Damit wird alles, was zu Metallteilen ist, verklebt. Hinten auf dem Ü-Turm wieder mit dem Fliesenkleber und an den Stirn- und Kopfseiten von Schamotte zu Schamotte auch mit Fliesenkleber, dass es da einen kraftschlüssigen Verbund gibt und nur unten zum Eisen, wenn die Eisenplatte heiß wird, der Ofen warm wird, dass das gegeneinander schieben kann und nicht zu Rissen führt. Das als Tipp zwischendurch. Geht jetzt los, folgen immer wieder Bilder zwischendurch und ich halte euch auf dem Laufenden. Wichtiger Hinweis, ihr braucht nicht viel Werkzeug, zwei Kellen, ein paar Eimer, einen Schwamm, Gummihandschuhe vielleicht anziehen, wenn er empfindlich ist, wobei der Lehmlochtel völlig entspannt ist. Danach die Hände waschen und fetten, dann geht's wieder. Wie gesagt, Gummihammer, Wasserwaage, immer mal in alle Richtungen überprüfen, dass ihr, auch wenn die Steine leicht uneben sind, im Großen und Ganzen eine waagerechte habt. Dann im Verbund mauern. Oder die Ablage gestalten. Also ich habe hier vorne einen vollen Stein, ein Schnittstück, dann fange ich da mit einem vollen Stein an und hier wieder ein Schnittstück, so dass ihr immer eine Verzahnung habt, auch in der ersten Reihe.